Hallihallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ja, hier sind wir wieder in der Staffel 3. Nach lange wieder mal. Ich habe da auch ein bisschen weitergebaut. Also unten mit unserem Bahnhof haben wir ein bisschen was überlegt. Nicht viel, aber etwas. Das Rest wird sich hier einfach so ergeben, hoffe ich halt mal. Wir starten hier unsere Query gleich mal. Query online. Zack. Ja, gestartet. Query online. Passt. Die starten wir ein bisschen, die sollen ein bisschen Rohstoffe farmen, dass wir die auch haben. Hier scheint noch alles im grünen Bereich zu sein. Und hier unten habe ich schon ein bisschen was umgebaut, also weitergebaut. Zwar haben wir hier unseren Zug, der kommt dann hier hin. Hier entlang, kann hier im Notfall noch entladen, falls wir das noch machen. Das weiß ich noch nicht. Deswegen habe ich hier noch keine Boarding Track. Und fährt hier. Nee, falsch. Unser Zug kommt von hier entlang. Fährt hier rein. Hier gibt die Möglichkeit, entweder zum Abladen fahren oder er fährt einen Umweg seitlich vorbei und lädt nicht ab. Falls wir mal hier Wartungsarbeiten durchführen oder irgendwas, kann man sagen. Hier haben wir eben die Item-Unloader mit jeweils einer Kiste, ein Import-Bus in unser ME-System, wo wir dann die einzelnen Sachen abladen können. Ja, und ich mache das extra mit der Kiste, weil dann kann man auch noch zwischenpuffern, falls man das ME-System abstürzt oder keinen Strom hat oder was auch immer, ist egal. Und hier kann man eben einmal, wenn man hier umswitcht, den Zug vorbeileiten. Dann entlädt er nicht. Warum auch immer, kann es sein, dass wir hier Wartungsarbeiten durchführen oder irgendetwas. Oder wir brauchen die Rohstoffe irgendwo anders noch und nicht hier ausladen. Ja, dann fährt das eine Runde hier herum, die wir ja schon mal gebaut haben. Und kommt hier sozusagen wieder zurück. Hier gibt es wieder die Möglichkeit umleiten. Einmal hier entlang und hier entlang. Dann fährt er wieder rüber, ohne zu beladen. Und hier würde er wieder beladen, weil hier haben wir Item Loader. Hier können wir über Logistik-Pipe immer etwas in die Kisten rein ziehen lassen. Und so schön beladen. Macht hier seine Runde und fährt wieder zurück. So, da habe ich die Strecke bis hierhin auch schon gebaut. Hat was gesehen. So sind die Schafe. Ja, ich weiß, ich wollte hier eigentlich den Boden noch umbauen, aber habe ich vorerst mal nicht gemacht, damit wir mal den Zug in Betrieb nehmen können. Und das ist dann eine Aufgabe für mich, offline ein bisschen weiterzubauen. Hier geht es dann nach oben. Da habe ich schon eine schräge Treppe nach oben gebaut, damit wir hier den Anschluss haben. Und nun sind wir hier heroben in unseren, ja, noch nicht fertigen. Okay. Noch nicht fertigen Haus. Frage, was ich mir stelle, ob wir zuerst das Haus bauen sollen oder zuerst die Geräte und dann das Haus rundherum. Was ich als erster machen wollte, weiß ich nicht mehr. Ich habe mir da wohl schon Gedanken gemacht, was wir als erstes oben für eine Anlage bauen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Auf alle Fälle brauchen wir drüben mal ein paar Standardsachen, wie zum Beispiel Strom. Beatcraft Energie. Das ist Standard. Wahrscheinlich, ja, Logistik-Pipe-Systeme, wenn wir drüben keins brauchen. Aber nicht das sehr weg, wie schlecht. Energie, dass wir mal Strom drüben haben. Beatcraft Energie. Aus der Beatcraft Energie könnte man ja wieder Strom herstellen, so wie wir es hier machen mit den Converters. Das heißt, es würde alles über Bildkraftenergie laufen. Wäre auch nicht so schlecht. Schlimm wäre es auch nicht. Na, gucken wir mal. Dann brauchen wir noch energiekonduktive Pipes. Haben wir nicht so viele. 34. Naja, es geht also. Nicht so schlimm. Boring. Ja. Dann wollte ich. Ja, was wollte ich? Ich wollte zuerst mal. Erstmal wollte ich. Ah, ich bin noch am Überlegen. Wartet mal. Ob wir. Wo war das jetzt? Hier unten. Kurz überlegen, wo ich hin wollte. Hier. Nicht vielleicht unser eigenes ME-System aufbauen, wo wir. Ja, das geht auch. Nee, das machen wir schon alles über das obere hier.
Was wir noch machen müssen ist, wir haben ja hier hinten unser Bahnhof, da habe ich auch ein bisschen umgebaut. Die Zugstrecke fährt hier hin und lagert dann alles hier zwischen in den Kisten. Okay, so ganz kann ich nicht verstehen, warum man hier nichts abladet, aber hier alles. Okay, egal. Hier haben wir verschiedene Rohstoffe, die wir durch unsere Biene bekommen und die sollen hier dann auch abgeholt werden. Das ist die lange Strecke, wo das Minecart auch fährt. Und da würde ich sagen, wir fangen gleich mal mit diesem Propolis an. Das haben wir immer 32. Oder Jelly 32. Das könnten wir hier eigentlich auch sagen. Er soll hier zum Beispiel. Genau, tun wir erstmal anders. Anders, anders. Hier soll er zum Beispiel immer 32 davon entleeren. Entleeren. Von diesen Bollen. Was brauchen wir dann noch? Dann? 32. Ne, die will ich drüben haben. Dann soll er. Was haben wir also noch? Diese Bollen. Wobei, nehmen wir mal das anders, anders. Hier kommen die Sachen rein, die also nicht wirklich zu den Bienen gehören. Zum Beispiel, wir sagen hier immer 5 Redstone, 2 Diamanten. Mal den ganzen Kack hier weg. Also 2 Diamanten, 2 Kohle, Eisen. Ja, haben wir mal auch 2 und Scrap soll er 16 abladen. So, das, 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 hiervon ein wenig, davon. Das soll alles in die Kisten rein. Sprich, das, das und das hier. Damit wir hier ein bisschen Ordnung haben, hier sind die normalen Sachen und hier sind wirklich nur reine Bienensachen drin. Also warum hier Honigdrops drin sind, verstehe ich jetzt auch nicht, aber passt. So. Vielleicht machen wir hier noch eine Kiste, wo alles restlich abgeladen wird, damit wir sehen, was er sonst noch ablädt. Beziehungsweise alles mit hat. Hier haben wir ja nicht viel was an verschiedenen Rohstoffen, da habe ich alle schon rausgeholt, ja. Die Honigdrops, ja, dann sagen wir hier, es soll immer ein halbes Stack davon, ein halbes Stack davon und ein halbes Stack davon hier abladen. So, Stackweise. Und hier haben wir auch schon Stackweise, ja. Und die soll er gefälligst nächstes Mal wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, warum er die jetzt hier gelassen hat. Gehen wir mal gucken, wo er fährt, der Zug. Schauen wir mal vorbei. Cool, ein Sonnenuntergang. Nee, Nacht. Nicht Sonnenuntergang. So, hier ist er nicht. Bis die Welt sich generiert, das dauert ein wenig. Ab und zu dauert es länger, ab und zu nicht zu lang. Ja. Ja. Jetzt hat er einiges zu tun hier, man sieht es, weil es war das Problem, dass hier ja vorne nicht abgeladen wurde und somit hat er da ein paar Schwierigkeiten gehabt. Und somit sind die ganzen Sachen hier voll, was natürlich ziemlich, ziemlich schade ist. Die ganzen Zentrifugen sind voll, ne? Ja. Dass hier oben was nachrutscht. So, hier auch noch mal eine raus. Ja, eine Öl noch raus. Hier ist ein Diener, der Mann kommt. Hier noch eine raus. Und hier noch eine raus. Also wir haben jetzt jede Menge Coms in Überfluss, weil die noch nicht nachverarbeitet wurden. Ja. Natürlich.
blöd. Dann nehmen wir hier noch raus. Divax, damit der ein bisschen Platz hat hier. Ja, was soll ich da jetzt noch? Da die schon laden? Ne. Hier auch noch mal so, dass hier auch noch ein bisschen Platz ist. Klar, ich behandle noch was raus. So, der Diamant tun wir noch raus. So. Dann muss halt der Zug jetzt, wir haben mal öfters fahren, bis hier alles komplett leer ist. Aber das pendelt sich dann mit der Zeit wieder ein, wenn wieder genügend. Hier scheint auch alles voll zu sein. Webmäßig, ja. Fliegt schon die ganzen Bienen raus, also ja, schade, schade. Da muss ich mir mal was überlegen. Hier so ein, irgendwie ein, ja, Überlaufsystem einbauen. Ja, was soll ich jetzt mit den ganzen Kommen hier? Soll ich hier jetzt keine Ahnung was machen oder wie? Ich stelle jetzt einfach mal hier hin. Bei der nächsten Gelegenheit, wo wir vorbeikommen, können wir ja die Sachen wieder reinhauen. Geht's eigentlich Diamanten hier gelassen? Nee. So, dann schauen wir mal, wer zurückkommt, unser Zug, das dann schön abladet, so wie wir das wollen. Na komm. Auf. So, zack. Fliege. Ich fliege. Zack, ist nichts. Und da steht ein Skelett. Hallo. So, die Query haben wir angeschalten. Schauen wir mal, hier haben wir 5 Redstone. Mal gucken, ob er hier noch was nachfüllt. Beziehungsweise hier sind wir circa hier unten. Mal gucken, wenn er nächste Runde fährt. Wir gehen mal schlafen, damit auch die Solarzellen arbeiten. Sollte ja auch mal vorkommen, dass die arbeiten sollen. Und hier rein. Zack. Gute Nacht. Träumt was Schönes. So, damals, was wollte ich als nächstes angehen? Unten dann einsortieren. Da. Hier. Hier wollte ich einsortieren, was er eben abholen soll. Er soll, das Minecart soll, ja, eigentlich eins der Redstone. Sag mal, 5 Diamanten immer. 32 Eisen, 5 Stück. Kohle Dust. Auch 5 Stück. Das soll der hier ihm abholen. Zack. Das. 64. Bei 32 würde hier reichen, ne? Eisen und Kohle. Holt sich der da immer ab pro Runde? Und der holt ab pro Runde 16 davon. 16 davon und 16 davon. Da holen wir absichtlich etwas weniger ab, damit wir unser Lager damit nicht einfach immer so schnell voll stopfen. Und jetzt werden wir natürlich auch Probleme haben, weil wir hier ja ziemlich wenig Platz drin haben. Dann holen wir hier ein bisschen raus was. Und tun uns hier noch irgendwo dazu, wo noch Platz ist. So wollen. Weil unser Zug ist ja jetzt komplett voll mit dem Zeug. Weil es ja nicht funktioniert hat. Was denn hier eigentlich? Ah, okay, deswegen entladet er nicht, weil er hier in die falsche Richtung fährt. Okay. Verstehe, verstehe.
das habe ich gar nicht geachtet. Na, dann fährst du halt eine Runde und wir schauen mal hier. Er fährt hier nämlich geradeaus anstatt nach rechts. Warum das? Weil hier ein Switch-Motor fehlt. Warum tun wir sowas? Switch lieber. Geht auch. Und von der Seite drückt er das eh auf. Das brauche ich jetzt nicht. Genau, dann fährt er hier entlang. Zack, zack, zack. Gut, gut, gut. Na, dann wissen wir jetzt, woran das Problem lag. Jetzt flitze ich den aber trotzdem nach und entleere mal eine Kiste. So per Hand. Muss ja rausbekommen. Ui, so. Passt. Haben wir das. Wobei ich muss ja hier eh mal schauen. Die ganzen Honigtropfen gehören ja hier rein. So. Was kommt hier denn genau alles rein, was ich schon zu Hause verwende überhaupt? Propolis. Das gehört eigentlich alles hier hin. Das sollte man mal gar nicht nach Hause kommen, ne? Biwak eigentlich auch nicht. Warum ist dann bei uns zu Hause so viel Propolis? So, dann haben wir das hier halt. Zack, zack, zack. Wobei, das wäre ja eigentlich auch egal. Wir können das ja jederzeit hier wieder abholen. Wir haben ja hier wieder Loader. Sagen, er soll, keine Ahnung, hier alles reinschmeißen. Wieder abholen hier, zack. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir lagern hier alles zwischen und fahren nur gewisse Items nach Hause. Okay. Egal. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zu Hause mal weiterbauen, damit wir auch hier die Items mal und Anführungszeichen loswerden. So, der Zug fährt jetzt auf alle Fälle hier rein. Bleibt hier stehen, das ist gut. Ladet das ab. Der ladet wieder auf. Hier wird abgeladen. Hier wird aufgeladen. Das hat sich geklärt. Jetzt müssen wir hier noch drüben unser Bahnhof weiterbauen. Weil hier unten müssen wir ja dann aufpassen, wo der das hintransportiert. Okay, hier ist eine Leitung. Ja. Da kommt er von dieser Seite, fährt hier entlang. Was noch cool wäre, hier noch eine Verbindung, dass er gar nicht rausfährt, sondern nur hier im Kreis die ganze Zeit. Sprich, wir schicken ihn hier nochmal zurück. Das heißt hier und hier. Weil das ist schon eine blöde. Hier kann man sagen, er soll einfach hier entlang. Und hier irgendwo, am besten hier weiter oben, sagen wir, er soll wieder zurückfahren. Zum Beispiel. Dann kann man hier einen kleinen Kreislauf machen. Zwei Stück haben wir noch. Ein Switch-Motor müsste genügen, glaube ich. Nee, so irgendwie nicht ganz so. Vielleicht muss da. Oh ja. Nee, brauchen wir doch zwei Switch-Motor. Zack. Und hier noch einen, haben wir noch einen, ja. Was haben die gekostet? Also die Inksäcke und das. So, der gehört jetzt andersrum. Mal den drehen. Zack, genau. Jetzt können wir ihn einfach hier wieder zurückschicken. Sprich, dann würde hier wieder entlang fahren, laden und wieder zurück. Weil hier könnte man noch umschalten, dann wieder nicht mehr laden. Zack. So. Weil Laden braucht er momentan nicht. Er braucht eigentlich. Nee, das ist ja entladen. Da wollte ich umstellen. Und so. Das heißt, er kommt hier angequast, fährt hier weiter, zack, zack. Und entlädt hier. Hier habe ich schon gesagt, Stackweise rausziehen, oder? Ja.
Und hier müssen wir natürlich auch wieder sagen, was er entladen soll. Ich hätte mal vorerst kann er ja alles entladen, oder? Ja. Beziehungsweise er soll eigentlich das entladen, was er drüben ladet. Genau, so machen wir das. Da haben wir hier einen schönen Kreislauf. Also alles, was das Minecart hier ladet, soll es drüben entladen. Ja, irgendwie logisch, ne? Tun wir Diamanten hier rein. Dann schauen wir mal. Wir laden 32 Scrap. So. Dann laden wir 5 Diamanten. 32 davon. 5 davon. Und 5 davon. Ich habe gesagt 5. Was laden wir hier auf? 16, 16, 16. Sollte ja nicht so schwer sein. 16. Wenn man natürlich die richtige Deckanzahl erwischt, dann geht's ja. So, dann haben wir alles, was wir hier laden. Können wir drüben gleich rein tun und kann da drüben entladen. Wobei ich ja gerne gewisse Items gleich entladen hier. Ne? Also am Anfang entladen wir gleich mal Obelis, das und das. Okay, so. Deckweise. Und hier tun wir die anderen Sachen rein. Also Web, Diamanten, Redstone, Kohle. Eisenkohle, so. Verkehrt rum. Vorerst. Das heißt, wir können eigentlich hier schon ein Minecart starten lassen, wenn wir es haben. Wir haben sogar drei. Lassen wir das einfach hier starten. Wir müssen aufpassen, welche Richtung, diese Richtung. Zack. Und hoffen, dass das funktioniert, was wir hier gebaut haben. Ja. Das war natürlich falsch hier, weil der hier irgendwie umschaltet. Warum schaltet er hier um? Darf er nicht umschalten? Achso, der schaltet immer um, wenn ein Minecart kommt, oder wie soll ich das verstehen? Ja, tun wir den mal weg hier. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Irgendwie will der nicht durch. Jetzt müssen wir mal warten, jetzt muss er nochmal drüben laden, dann ist er wieder zurückkommen und hier entlang fahren. So, irgendwie ist er wieder hier vorbeigefahren, weil er mich verarschen will, ganz einfach. Wenn ich das so mache und hier den Mut. Warten wir noch mal, bis es kommt. Sonst versetzen wir das Eis runter. Vielleicht ist es genau in der Kurve das Problem. Ach, jetzt geht's. Ja, jetzt entladet er. Ah, hier nicht stackweise, oder doch? Gut, dann passt das so. Und hier können wir jederzeit umschalten. Keine Ahnung, warum es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Eigentlich müsste es klappen. Und so fährt dann unser Minecart immer hin und her. Was wir noch machen werden, ist hier eine Boarding Track irgendwo hin. Eine Schalter, was wir hier haben. Schalter. Dass das Minecart hier auch stehen bleibt. Und wir dann eine kleine Überprüfung haben, was hat es mit? Und was nicht. Lever. Ein Stück. Zack. So, das bleibt hier stehen. Man sieht, es hat genau das mit, was es mit haben soll. Und dann kann man sagen, zack, ja, fährt noch eine Runde. Damit das auch nicht wie bekloppt fährt, sondern auch ein bisschen nach System fährt. Und fährt wieder ein neues Ruhe.
Genau, die Items, die wir hier haben, können wir ja hier reinhauen. Das wird ja alles abgeholt. Was wir aber schon machen können, ist oben ein bisschen was bauen. Ich habe kurz auf die Uhr, wie es aussieht. Wir haben noch 10 Minuten, das geht sich aus. Was ich noch vorhabe, eine Kleinigkeit können wir oben schon bauen, dass es funktioniert. Zum Testen vor allem. Zwar brauchen wir dazu eine Zentrifuge. Da haben wir sicher noch irgendwo eine rumschlüpfen. Nee, weiß gar nicht, wie man die genau schreibt. Deswegen haben wir jetzt beides getestet. Fermenter. Doch nicht. Dann schauen wir mal, hier hinten haben wir aber eine. Squeezer Carpenter. Mir kenne jetzt die Fugen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Hä, wollt ihr mich verarschen? Ja. Anscheinend doch, ja. Ja, anscheinend. Gut, dann bauen wir schnell mal welche. Wir brauchen, also hier habe ich noch Rails, dann nehme ich noch ein paar raus. Ja, so, oh, da, Machine Casing. Zentrifuge. Das ist Kupfer, okay, das kann ich mir leisten. Ausnahmsweise mit 18k Kupfer kann man es mir leisten. Und Glas. Oder auch nicht. Achso, Sturding Achievers, genau, nicht diese Advanced. Sturding? Was? Bodensee? Wir haben doch gar nichts mehr hier. So. Und irgendwo fehlt einer. Hier. Nein, hier. Hier. So. 8 Stück. Das heißt, es ergibt 8 Zentrifugen. Dann sollte es daran nicht mehr scheitern, wenn wir dann mal wieder welche brauchen. 7 Stück können wir hier rein tun. Das haben wir. Boarding Track haben wir. Die haben wir. Wir brauchen noch andere Tracks dafür. Zwar denke ich hier auch irgendwelche Tracks noch sein, oder? Ich hatte ja hier auch mal irgendwo eine Kiste. Also die habe ich anscheinend schon abgebaut. Wir brauchen noch da ein paar Tracks. Holding Tracks, Boarding Tracks, wir brauchen ein Loader und ein Unloader. So, den nehmen wir auch nochmal mit, vielleicht brauchen wir ihn. Aber mehr braucht man nicht. Nee. Können wir schon eine kleine Sache. Doch, wir brauchen noch was. Wir brauchen unbedingt. Wie kommen wir dazu jetzt? Ja, wir müssen nach oben. Bringt gar nichts. Hier für lauter Löcher finde ich kein Loch mehr. Wir brauchen Propolis. Wie schreibt man das? Achso, nee, okay, ich verstehe schon. Warum wir hier nichts drin haben, weil wir das alles gleich hier hinten einlagern. Da werde ich gleich mal hier umschalten. Hier. Nur wenn du ein Redstone-Signal hast. Nur wenn du ein Redstone-Signal hast. Ja, wir lagern die Items ja alle hier ein. Hier. Dann kann das Lager eigentlich auch weg, weil braucht eigentlich auch kein Schwein mehr. Wie gesagt, eigentlich wollte ich es ja hier hinten machen, wo wir gerade waren, aber ich habe es mir anders überlegt. Weil ich doch ein einziges großes Anlage bauen will, wo wir alles machen. Ja, wir fangen einfach irgendwo mal an. Ich stelle die Zentrifuge einfach mal irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau, ob wir denn. Ich stelle sie einfach mal ohne irgendwie zu meckern hier hin. Energie.
Die Versorgung für die Energie machen wir immer von unten da, oder? Oder hinten vorne. Ich baue das einfach mal jetzt oben hin zu meckern. Direkt hier dran. Dann hat die schon mal Energie. So, dann kommt hier ein etwas Loader und Unloader. Also der Loader so hier hin und der Unloader hier hin. Dann kommen hier vorne zweimal Boarding Tracks. Hier einmal das und hier einmal das. So, und hier kommt dann schon eine Speed. Ja, machen wir schon eine Speed Schiene. Also eine Booster Schiene, damit er gleich richtig Boost bekommt. So. Und dann wieder zurück. So. Ja, jetzt ist die Frage, auf welcher Seite kommen wir rauf und kommen wir runter. Wir müssten eigentlich auf der Seite raufkommen. Es müsste eigentlich so passen, wie ich mir das dachte. Genau. Von der Seite kommen wir rauf. Hier entlang. Junk Loader, da ist ein Weg. Den platzieren wir einfach. Ne, hier neben Dings ist blöd. Einfach hier hin. So. Und so. Zack. Und hier wieder eine Kurve. So, so. Hier einmal Boosterschiene, das reicht. Zack und zack. Genau. Das heißt, er fährt hier rauf. Hier sagen wir, er soll immer. Immer, ja. Vier Stück reinladen. Und hier soll er einfach alles rausholen. Also das Deck quasi vier immer reinladen. Die Zentrifuge, also zack. Dem müsste dann was tun, wenn wir hier natürlich Energie eingeschaltet hätten. Sag mal die 1er, zack. Und hier da, sie macht was. Und zwar, sie macht das Sticky Wesen. Zwei. Vier Stück. Genau. Und der soll dann hier auch immer vier Stück Sticky Wesen ab. Fertig. Versteht ihr das? So. Und wenn wir jetzt, hier muss ich noch auf Stack drücken, oder? Da habe ich da wieder vergessen. So. Und wenn wir jetzt mal hier das alles, was wir hier haben, 16 Mal den weiterfahren lassen. In die falsche Richtung. Ladet er das nochmal ab hier? Das auch, das auch. Ja, wir müssen hier noch irgendwo sagen, wo er Sticky Wiesen abladen soll. Dazu muss er aber mal Sticky Wiesen mitbringen. Was auch wiederum heißt, wir werden hier mal noch eine Stoppwerk einbauen. Am besten, wo er hier reinkommt, also. Hier könnten wir das machen. Schalter, haben wir das Wahllastige hier, ja. Lever. Lever. Kann man hier auch ein ausschalten. So, er hat mit wieder alle 16 Mal, passt. Schickt mir nach oben. Da müsste er eigentlich leerer zurückkommen, weil in der ersten Runde wird da wohl nix. Nur schauen, ob der jetzt wirklich da überall über den Berg raufkommt. So, mal gucken, ob er 8 Stück hier reingetan hat. Ne, 4 Stück. So, warum hat er jetzt keine 4 Stück Bobbolis hier reingetan? Das ist eine richtige Track. Boarding Track, ja. Vier Stück rein, Stack, so.
Sollte doch eigentlich klappen. Gleich mal gucken, ob er leer war oder. Stück. Gut, irgendwas habe ich da noch falsch gemacht. Ich weiß noch nicht, was. Das muss ich. Ah, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich Loader und Unloader verwechselt. So, komm mal mit, wenn du da bist. Gleich mal gucken, Loader und Unloader verwechselt. Kann natürlich auch sein. Item Loader, ja. Item Loader, Item Unloader. Wollen wir hier noch Propolis? Dann werden wir gleich mal so machen. Dann bleibt er hier wieder stehen. Dann können wir manuell weiterführen lassen. Und schon haben wir dann Propolis, die er hier reinschmeißt und die Quiz, die er dann rausholt. Wobei hier kann er eh alles rausholen. Das sollte ja egal sein. Wenn er heute noch kommt. Da glaubst du? Ah, hier kommt es. Zack, bleibt stehen. Wir nehmen uns 4 Stück raus. Hier rein. Wieder hier rein. Und zack, zack. Fahr weiter. Und hat hier 4 Stück reingeladen. Der macht natürlich hier in der Zentrifuge schön Sticky. Ah, jetzt müssen wir wieder aufpassen, jetzt ist er ja unten wieder stehen geblieben. Weil ich hier vergessen habe einschalten, oder? Ja, nicht vergessen. 12. Jetzt ist die Frage, entleert er das überhaupt? Okay, wenn ich sage hier 16. Achso, dann sollen eigentlich immer 16 Stücke drin sein. Ne? Okay, klar, klar. Das heißt, hier kann ich eigentlich die auch sagen. Ja, das muss ich noch mal überlegen, weil der zieht ja das gleich raus. Aber das wäre ja eigentlich egal, das passt schon. Jetzt warten wir noch mal und dann müsste er auch hier dieses Stickpiece wieder mitnehmen und hier wieder 4 neues rein. Und so bekommen wir immer wieder ein bisschen Stickpiece zusätzlich von den Bienen. Das machen wir natürlich dann noch weiter hier das Spiel. Zum Beispiel hier dann noch ein, wie nennt man das, Extraktor. So, er hat 4 neue reingetan und hat die 4 Stickwiesen mitgenommen. Jetzt kann er natürlich die Stickwiesen wahrscheinlich nirgends abladen. Schätze ich mal. Oder? Du bleibst mal stehen hier. So. Er hat 4 Stickies mit. Ah, okay, er ladet sie einfach hier ab. Ah, ja, ja, klar. Das heißt, wenn wir sagen, nur Stone zum Beispiel. Stack, Stackweise. Weil hier ladet er dann alles ab. Weil nichts im Filter drin war. Das wollte ich aber nicht, weil ich will, dass die Quizen selbst entscheiden, wohin das kommt. Schaut mal, da ist es, die Quizen. 4 Stück. So, er fährt wieder nach oben. Zack. Und dann gucken wir mal, ob er jetzt die Quizen irgendwo ablädt oder nicht. Oder ob er es zum Schluss noch immer drin hat. Wenn er es drin hat, funktioniert es. Wenn er es nicht drin hat, haben wir ein Problem. Gesagt, oben dann machen wir einfach weiter, dass er das Stickwiesen dann wieder in den Extraktor lädt. Beim Extraktor tut er dann wieder Gummi aufladen und das Gummi bringt er dann weiter und macht auch teilweise Kabel draus und teilweise bringt er es aber dann wieder hier zurück, dass wir auch Gummi haben, aber auch schon fertiges Kabel. So, er ist wieder außen vorbeigefahren.
So ganz verstehe ich die Sachlage. Ich werde das mal hier wegbauen. Weil der fährt da einfach außen vorbei. Das ist eine Frechheit. So. Wahrscheinlich hat er da viel zu viel Schwung. Deswegen. Mal gucken dann. Zack. Na, komm mal auf hier. Hier rein. Und zack. Oh, aufpassen, dass ich den Weg stehe. Dann lassen wir das mit der Umleitung hier beim Entladen mal weg. Oder ich muss mal schauen, woran das liegt. Ich denke mal, weil er einfach zu viel Schwung hat und dann will er hier so geradeaus fahren. Also müsste das wahrscheinlich eins hier hinsetzen, dann würde das klappen. So, Franz der Bär, komm mal nach Hause. Na komm, du Butt. Die Kurve können wir auch mal abschalten. Wo habe ich denn jetzt hier? Jetzt kommt da, jetzt kommt da, ja. So, Stick Wiesen hat 8 drin. Das ist, ja klar, okay. Okay, also Stick Wiesen lädt da nicht ab. Dann sagen wir ihn hier. Lad ab. 8 Stück, okay. So, dann haben wir hier auch noch was zum Abladen. Gut, dann schauen wir noch mal schneller zum Abschluss bei unser anderen Lager vorbei, weil ich brauche noch ein bisschen Fertilizer. Ich hoffe, wir haben noch. Eigentlich müssen wir noch jede Menge haben. Quer findet da jede Menge. Also, Appetite, glaube ich, heißt das ja. Gucken wir mal, das müsste irgendwo hier sein. Also hier habe ich. Was haben wir so als Restprodukt? Ein Schneeball. Okay, jede Menge Schneebälle haben wir hier. Ah, Squadboxen sind anscheinend auch schon voll. Und hier hinten ist Squadboxen voll. Ja. Oh, ihr seht eine ganze Diamantchest voll mit Squadboxen. Haben wir hier. Ja, Appetite, also auch jede Menge noch. Holz. Gut, dann können wir hier gleich ein bisschen mitnehmen, weil ich brauche mal Fertilizer. Marble, oh hier mitnehmen. Das ist halt, wenn man die Quere laufen lässt, ne? Das ist. Warum läufst du da? Okay, der hat hier aufgehangen. Scrapbox wieder. Können wir hier noch mal kurz anschalten, damit ihr noch mal kurz dabei seid, zuschaut, was hier alles rausfliegt. Sehens Knochen, Federn, Netherstein, Eisendast, ein Holzschwert. Okay, ja, also nicht wirklich irgendwas Brauchbares dabei, aber ja, macht ein bisschen Spaß, wenn man sowas hat, ne? Schilder, ach du Kacke. Sieht so aus, als wäre das viel mehr, aber in Wirklichkeit sind das nur 2 Items, ne? Wenn man dann eine ganze Diamant-Chest voll mit diesen Scrap-Boxen hat, da kann man schon einiges laufen lassen. Ich lasse das immer wieder zwischendurch laufen. Weil ich einfach immer wieder hoffe, dass da wieder irgendwas Interessantes rauskommt, aber ja, ihr seht ja, es kommt eigentlich nur Schrott raus. Aber es ist mal eine gute Abwechslung zwischendurch. So. Dann lasst uns nach Hause gehen, beziehungsweise ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also macht's gut, Leute. Ciao, bis dann.